So, und damit ein herzliches Willkommen wieder zu einer neuen Folge The Last of Us Part 2. Falls ihr die letzte Folge verpasst habt, schaut einfach in die letzte Folge rein, da ist einiges Wichtiges passiert. Wir sind jetzt hier mit Ellie und sind auf der Suche nach Joel. Ja, wir wissen, Joel ist hier unten in diesem einem Gebäude. Unser Pferd steckt hier oben. Und wir müssen jetzt gucken, dass wir irgendwie sneaky-meaky-ninja-technisch in dieses Gebäude reinkommen. So, dann lass uns doch mal kurz gucken. Ich gehe mal davon aus, wir müssen hier rüberspringen. Joe! Ich will nicht so laut brüllen, Fräulein. Nur so ein Tipp meinerseits. So, gucken wir mal, ob wir uns von hinten irgendwie anschleichen können, weil wir müssen in dieses Haus. Da drinnen sind Joel und Tommy. Was keine Ahnung ist, wie es den beiden geht. Kann ich hier einfach rüberspringen? Nö. Gut, dann gehen wir erstmal hier den Zaun so weit unten lang. Weil ich gehe mal von aus, wir können nämlich hier und sneaky ninja technisch mal hier reinschleichen. Das haben wir jetzt auch getan. So, da wir ja wissen, aus der letzten Folge, ne, wie gesagt, schaut die letzte Folge euch an, damit ihr wisst, was passiert ist. Joe? Tommy? Sind die Jungs und Mädels, die wir hier gleich haben, uns nicht immer positiv gesonnen? So, aber sie haben auf jeden Fall mal eine Tür offen gelassen. Clever. Wo kommt das her? Ja, wo kommt das her? Wahrscheinlich von unten. Weil irgendwer entweder... irgendwer... gefoltert wird? Würde ich jetzt fast behaupten. Die Tür so aufmachen. Okay, also wir sind jetzt mit Ellie hier in dem Haus, wo auch Joel und Tommy sind. Tommy ist nicht ansprechbar und Joel, da wissen wir den Status nicht. Das Letzte, was ich weiß, war, dass er da hinten lag. Ich weiß gar nicht, ob das hier war oder noch eins weiter drunter. Hier sind auf jeden Fall die ganzen Schlafsäcke von den Leuten. Fuck. Oh, ein Kaminchen ist sogar an. Draußen ist ein schöner Schneesturm. Hier lässt sich's leben. Also hier könnte man sagen, hier ist nett. So, jetzt ist die Frage... sehen wir unsere Gegner. Da sind auf jeden Fall welche drin. Machen wir mal ganz leise die Tür auf. Lasst mich los, verdammt! Mistcheck! Ihr habt sie! Ihr habt sie doch! Okay! Ich mach euch alle kalt! Was ist los? Lasst ihn frei! Wer ist das? Lasst ihn frei! Hat sich eingeschlichen. Warum schiebt niemand draußen Wache? Ihr dacht nicht, dass hier jemand aufkommt. Was habt ihr bitte erwartet? Wir müssen hier raus, bevor noch die ganze Stadt antanzt. Das war's mit dir. Wir wollen dasselbe, stimmt's? Töte ihn. Jetzt. Joe, steh auf. Steh verdammt nochmal auf. Hört bitte auf. Bitte tu das nicht. Joe, bitte steh auf. Nein! Schmoren der Hölle. Ich bringe euch um. Nein. Nein. Ich bringe euch um. Oh,
Ellie! Oh mein Gott. Ellie? Ellie. Tut mir leid. Jesse? Sie sind hier unten! Nein. Kann ich mich setzen? Ja. Marie will sicherstellen, dass du isst. Sie kann uns nicht aufhalten. Bei den Leuten, die wir bräuchten, um das durchzuziehen, wäre Jackson lange wehrlos. Sie sollen also damit davonkommen? Das will niemand. Ja, aber genau das wird passieren. Und wenn wir wieder auf Jäger treffen? Ist das deine Sorge oder ihre? Die Sorge ist berechtigt. Wenn es um uns ginge, wäre Joel schon längst auf dem Weg nach Seattle. Wäre er nicht. Verdammt, auf jeden Fall wäre er das. Wir wissen doch noch nicht mal, ob sie aus Seattle sind. Washington Liberation Front. Genau das stand doch auf ihren Aufnähern. Und wenn die Jacken gestohlen waren? Das ist... Was, wenn sie längst nicht mehr dort sind? Was soll der Scheiß? Weißt du was? Ich gehe morgen los. Und wenn du mitkommen willst, gut. Du hast keine Ahnung, was dich dort erwartet. Du weißt nicht, wie groß die Gruppe ist. Wie stark? Ist mir egal. Du kannst mich nicht umstimmen. Gib mir einen Tag. Ich rede mit Maria. Okay? Sie muss einfach ein paar Leute abstellen. Und wenn das nicht klappt? Tja, dann werde ich mir was überlegen. Ein Tag. Bitte. Gut.
Ich möchte zu seinem Haus, bevor wir gehen. Um etwas von dort mitzunehmen. Okay. So, mal ganz kurz nochmal so zusammenzufassen. Also, Ellie hat jetzt Joel gefunden mit Tommy und musste leider mit ansehen, wie Abby, die sie ja nicht kennt, Joel tötet. Ganz klar geht es ja hier in dem Spiel so ein bisschen auch um eine Geschichte, eine Story, die so ein bisschen von Rache erzählt und wie unsinnig Rache ist. Aber ganz ehrlich, ja, wenn mir jetzt persönlich sowas passieren würde und ich würde jetzt zusehen, wie eben halt, ich sag jetzt mal, mein Ziehvater von irgend so einer Schnalle, auf gut Deutsch gesagt, mit einem Golfschläger getötet wird, ja. Denn ist für mich auch, also wäre in meinen Augen, wäre ich eventuell ähnlich wie Ellie dann auf so einem kleinen Rachefeldzug und würde Abby, so wie den Typen, der dann noch dahingespuckt hat, die beiden würde ich suchen wollen und würde mit denen versuchen, ein kleines Gespräch zu führen. Wie das Gespräch dann verläuft, ist ganz, ja, liegt ganz bei den beiden. Alle anderen würde ich eigentlich, sind mir scheißegal. Ja, alle anderen, die dabei waren, klar, sie haben nicht eingegriffen und, ist mir aber auch scheißegal. Um die geht es für mich gar nicht in meinen Augen, sondern mir geht es eigentlich nur um diese Abby und um diesen Typen, ja. Dass Tommy da auch noch das versucht, ein bisschen zu beschwichtigen, ja, ist halt, weil er vielleicht Lebenserfahrung hat und weil er es ein bisschen gesetzter sieht. Ja, jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht. Auf jeden Fall sehr traurig, das mit Joe. Ich konnte nicht zu den Pferden. Anscheinend hat Tommy eins genommen. Jetzt hat Maria die Stelle abschließen lassen. Scheiß Tommy. Unterwegs fällt uns schon noch was ein. Ein Auto oder ein Pferd oder so. Okay. Das macht den Weg nach Seattle schwieriger. Dann wird's eben schwieriger. Du kannst es dir noch überlegen, weißt du? Ich weiß. Ich möchte nur nicht, dass du dich verpflichtet fühlst. Ellie. Wenn du gehst, gehe ich auch. Keine Diskussion. Dina kommt also mit. Okay. Okay, jetzt geht's erstmal Richtung. Den habe ich bei den Osttoren versteckt. Ich dachte, da schlüpfen wir raus. Okay. Also, wir gehen jetzt erstmal nochmal nach Hause zu Joel, um uns wahrscheinlich ein paar Sachen anzugucken, beziehungsweise auch um Sachen mitzunehmen, die uns an Joel erinnern, die wir gemeinsam irgendwie gemacht haben. Schaut euch das mal an hier. Blumen niedergelegt für Joel. Jetzt gucken wir mal, was wir hier im Haus finden. Hey. Was brauchst du? Ich hol's dir. Ich will's machen. Okay. Ich bin okay. Komm. Sowas zu verarbeiten ist nie einfach. Danke. Lass uns doch mal ein bisschen was anschauen. Hier, was haben wir denn hier Feines? Das Bild, was ich für Joel gezeichnet habe. Heute wird es auf jeden Fall, oder ist es eine sehr traurige Folge. Dein Ornichus, Terrible Claw. Dino Ornichus. Das war ein guter Tag. Riesen der Vergangenheit. Na. Och Mann.
Dann gucken wir doch mal, was wir hier noch so finden. Ja, Ellie ist natürlich, ist nicht einfach. Ja. Aber wir müssen einfach mal schauen, was es hier so Feines gibt. Vielleicht können wir ja auch ein paar Sachen mitnehmen. Die Tasse von Joel. Wir machen sogar einen Tagebucheintrag. Dann lass uns doch mal reingucken, was unser Tagebucheintrag uns ergeben hat. Blättern. Oh, hier sind noch ein paar Sachen dazugekommen, wenn ich das richtig sehe. Eieiei, okay, was haben wir denn jetzt eigentlich alles gelesen? Also wir hatten jetzt die linke Seite gelesen, wir hatten Eugene gelesen. So, ich schmecke Eisen. Wunden brechen auf, wenn ich singe. Du warst das weiche Sirren des Nylons, der Geruch nach Holzöl, der volle Klang. Saiten aus Stahl klingen heller. Sie geben dein Echo falsch wieder und lassen mich missklang zurück. Und lassen mich mit Rost zurück. Mir bleibt nur unser letztes Gespräch, so wiederhole ich Akkorde, Harmonien im Blut. WLF, Washington Liberty, Liberation Front. Wer sind die? Tommy sagt, ihr Name sei Abby. Also, wir sind auf jeden Fall nach der Washington Liberation Front. Die suchen wir, die WLF. Und wir suchen Abby. Ganz klar suchen wir Abby. Jetzt gucken wir mal kurz. Können wir hier irgendwas sehen, lesen? Nein, da sehen wir nur die Eule. Und wir suchen die Leute. Okay, auf Klo haben wir hier nichts. Nothing at all. So, jetzt geht's nach oben. Oben wird es wahrscheinlich zwei, drei Sachen geben, die wir mitnehmen wollen, sollen, müssen, die wir uns zumindest auf jeden Fall anschauen werden. In Gedenken an Joel. Wie zum Beispiel die Gitarre. So, da gibt es auch nochmal einen neuen Tagebucheintrag. All the promise. Was? All die Versprechen bei Sonnenuntergang, ich habe sie ernst gemeint, genau wie alle anderen. Der hat auch Holzschnitzerei gemacht, geil. Cool. Joel war ziemlich vielseitig, was das angeht. Kochtopf hier oben. Warum? Hey, unten ist auch eine Küche, oder? Naja, gut. Vielleicht hat er sich so sein kleines Süppchen auch noch abends gerne zu Hause gemacht. So, hier gibt es natürlich einige Sachen, die wir uns angucken sollen. Werden wir mal mit den Sachen mit dem Bett anfangen. Die kaputte Uhr aus dem ersten Teil. Diese kaputte Uhr hat er von seiner damaligen Tochter vor dem Zombie-Ausbruch oder vor dieser Pandemie, die da passiert ist, von seiner Tochter geschenkt bekommen. Ja, natürlich nicht so toll. Und die Pistole. Wie viele Gitarren hat denn Joel, ey? Die auch Gitarren hergestellt oder was? Alles okay? Nein, will ich nicht. Ich guck mir erstmal hier in Ruhe die ganzen Sachen an. Hallo? Das ist zum Beispiel Joels Tochter. Die leider dann im ersten Teil schon ganz am Anfang früh verstarb. Nimm die Lederjacke mit, komm. Do it. Ich würde es machen.
Nimm sie doch mit. Genauso wie den Rucksack. Das sind die Sachen, die würde ich mitnehmen auf jeden Fall. Okay, jetzt gehen wir erstmal wieder runter zu Dina. Maria, ich bin unterwegs nach Seattle. Ich kann es nicht auf sich beruhen lassen. Diese Leute müssen bestraft werden. Ellie wird mir folgen wollen. Bitte halte sie auf. Nimm ihre Waffen. Schließ die Pferde ein. Oder schließ sie ein. Verschaff mir die Zeit, das zu beenden. Ich liebe dich, Tommy. Er wird da draußen sterben. Er hätte mich mitnehmen sollen. Du hättest Leute abstellen sollen, die Wichser jagen. Ich wünschte, ich könnte. Willst du mich jetzt hier einsperren? Ich will, dass du hier bleibst. Das wird auf keinen Fall passieren. Ich will, dass du hier bleibst, aber ich weiß es besser. Du begleitest sie? Ja. Ihr wollt euch also einfach wegschleichen. Ja. Zu Fuß? Ja. Die Stallleute werden euch rauslassen mit den Pferden. Und nehmt Munition mit. Danke, Maria. Nur tut mir einen Gefallen. Und bringt meinen idiotischen Mann heil zurück, bitte. Na klar. Na dann. Los mit euch. Bevor es dunkel wird. Dieser Hunter war auf ihm und drückte ihn runter und Joel kam nicht an seine Waffe ran. Krass. Hattest du Angst? Tja, ich dachte gar nicht nach. Ich rannte hin, griff die Waffe und schoss den Kerl in den Kopf. Wie alt warst du? 14. Wann hast du zum ersten Mal jemanden getötet? Du meinst Infizierte? Nein. Gesunde, nicht infizierte Person. Mit 10? Wow. Was ist passiert? Ein Typ griff meine Mom an. Ich erstach ihn. Krass. Du hast gewonnen. Ja, ich bin echt knallhart. Ja, genau. Wie verirrt sind wir? Gar nicht. Mhm. Ich hab mein Vertrauen. Also, wir wissen, okay, Tommy ist jetzt doch losgegangen. Sie haben euch mal verfolgt. Und wir reiten ihm hinterher. Diese WLFs ja zu denen. Nein. Das war nicht die gleiche Gruppe. Vielleicht diese Schwarzmarktschmuggler aus Boston? Dina, Joel hatte viele Feinde. Es ist doch sinnlos zu spekulieren. Okay. Zumindest, bis wir mehr Informationen haben. Okay. Also. Könnten jetzt mal ein bisschen Gas geben und schauen jetzt erstmal. Okay, also Tommy ist losgeritten bzw. losgegangen nach Seattle. Wir reiten mit Dina hinterher, haben ein Pferd und... Ja, leider kann ich in meinem Inventar nicht reingucken. Was für Waffen wir noch alles mit dabei haben. So, wir gucken jetzt mal, dass wir Richtung Seattle kommen, weil wir müssen ja die WLFs suchen, weil wir sind ja auf einem kleinen Rachefeldzug. Ja. Ich kann es ein bisschen nachvollziehen. Ja, aber... Ellie, Autos. Ja, wir kommen näher.
Wir sollten gut aufpassen. Aber mir würde es eher an diese Abby oder ja, hauptsächlich um diese Abby gehen und nicht um alle, die jetzt dabei waren. Okay, hier sind auf jeden Fall Autos. Kann ich eigentlich absteigen? Ach lol, jetzt kann ich absteigen. Kann ich mir die Autos... Schade, ich hätte gehofft, dass jetzt im zweiten Part, wie im ersten, dass die Autos irgendwie zugänglich sind. Dass man da was findet. Was haben wir denn hier für eines? Noch eine Superheldenkarte. Eine Superheldenkarte. Wenn du eine Superkraft haben könntest, welche würdest du wollen? Wahrscheinlich Unsichtbarkeit? Gute Wahl. Genau das würde ich auch nehmen. Beobachten könntest? Genau. Du hast es erraten. So, was haben wir denn jetzt hier gefunden? Wir haben gefunden The Motivator. Er lässt uns motivieren. So, lass uns doch mal drehen. Was hat denn der Motivator so drin? Echter Name? Moira Peak. Intelligenz 80, Muskelkraft 20, Zugehörigkeit Spark. Wenn du feststellst, dass du gerade etwas tust, was du gar nicht tun möchtest, könnte Motivator dafür verantwortlich sein. Moira Peak war früher eine herausragende Psychologin und Verhaltensforscherin, die noch nach Feierabend Experimente für Spark durchführte. Eines Nachts stieß sie dabei auf Kräfte, die sie als zu gefährlich für die Menschheit ansah, also behielt sie sie für sich selbst. Motivator kann anderen Ideen in den Kopf setzen. Geile Kraft. Der einzige Ausweg für ihre Opfer ist, schnell aus ihrem Blickfeld zu verschwinden oder ihre Brille zu zertrümmern, ohne die sie nicht sehen kann. Neutrale Schurken. Okay. Also, das ist auch mal eine gute Craft. Kann man mal nehmen. Muss man nicht nehmen. Schade ist, dass wir trotzdem die... keinen Zugriff auf die Autos haben. Ja, ich würde ja gerne mal die Autos so durchsuchen. So, entweder nach Benzin, nach irgendwelchen Teilen, Ersatzteilen oder sowas. Wäre schon geil. Du weißt also doch, wo du hinreitest. Okay, also so eine Strecke könnte ja auch bedeuten, dass hier eine Menge Scheiße ist. Ja, was sie natürlich gut gemacht haben, die Entwickler, ist, die haben natürlich jetzt mal wieder dargestellt, wie schnell die Natur sich wieder regeneriert. Ja? Also das würde hier alles eine Straße gewesen sein, die jetzt komplett zugewuchert ist mit irgendwelchen Graszeugs und sonstiges. Jetzt ist die Frage, könnte ich generell hier runter? Wahrscheinlich nicht. Kann ich hier eigentlich was machen? Nö. Schade. Dachte, dass wir hier die Autos irgendwie durchsuchen könnten, um eventuell noch ein paar Sachen zu finden. Aber, nope. Was mir jetzt auch mal interessiert ist, wenn Dina jetzt reitet und ich jetzt hier lang laufe, folgt sie mir? Ja, sehr gut. Das heißt, ich kann eigentlich hier zu Fuß unterwegs sein. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das unbedingt möchte. Ich weiß jetzt nicht, wie lang der Weg noch ist. Aber, gucken mal, vielleicht können wir hier irgendwo in so einen Wohnwagen mal reingucken. Aber das sieht da vorne da. Also um genau zu sein, da ist die Tür offen. Das könnte bedeuten. Ja, hier. Wieso habe ich denn nur 3 Schuss? Das könnte bedeuten, dass da welche sind. Lass uns mal ein bisschen gucken, ne? Also wir wollen ja versuchen, den Part zu... Also ist ja nur der Versuch, den Sneaky-mäßig hier so durchzuspielen. Sneaky bedeutet einfach in dem Fall, ohne dass wir entdeckt werden. So, dann lass uns doch mal gucken. Also hier scheint auf jeden Fall nichts zu sein. Nice, eine Notiz. Ei, geil. Sogar einen Lageplan. Willkommen in Seattle.
Gibt's auf der anderen Seite was? Zentrum von Seattle. Okay. Jetzt steht jetzt aber natürlich nicht drinne, wo wir jetzt sind. Aber das werden wir irgendwie gucken, dass wir das orientierungstechnisch noch hinbekommen. So, Alkohol. Alkohol ist immer gut. Apropos Alkohol, siehst du, kann ich irgendwie wieder ein paar Sachen herstellen? Nope. Da fehlt mir noch ein bisschen was. War was Gutes da drin? Hier ist eine alte Touristenkarte. Tja, das ist doch was. Ja, wollte ich gerade sagen, das ist doch wenigstens etwas. Nö, eine Karte haben oder nicht haben und nicht wissen, wo wir hingehen, es wäre nicht so schön. Hä? Das sieht nach meinem Geschmack ziemlich gefährlich aus, wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin. Okay, also hier haben wir auf jeden Fall einen kleinen, ja, ich sag jetzt mal Bachlauf, Flusslauf, keine Ahnung. Und, ja, wir werden in der nächsten Folge, werden wir hier diesen Flusslauf überqueren mit Dina zusammen und werden der Spur weiter folgen, wie wir zu Abby kommen, zu den WLFs. Und sind natürlich auf so einem kleinen Mini-Rachefeldzug, ne, ja, kennt man. Also eigentlich nicht, aber ja. Und ja, war wieder sehr interessant. Viel Story in den letzten zwei Folgen gehört. Also viel passiert. Bisschen hektisch auch in der vorletzten Folge, also in der letzten Folge gewesen. In der jetzigen Folge war ein bisschen entspannter. Viel Storyline gehabt, passt aber auch ganz gut. Und ich hoffe dennoch, ihr hattet heute ganz viel Spaß. Und schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt Last of Us Part 2. Bis dann, reingehauen.